Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 968 mit dem Titel Odens Rückkehr. Auf der Coverpage sehen wir Goti, wie er die Marinesoldaten verfolgt, welche Chiffon entführt haben. Wir bekommen Shanks zu sehen, welcher sich eng an Roger klammert und weint. Darüber steht, dass er Roger eine Frage gestellt hätte. Welche dies aber ist, bekommen wir leider nicht gesagt. Es könnte dabei ums One Piece gehen oder die wahre Geschichte, weswegen Shanks heult. Es könnte aber auch einfach nur deshalb sein, dass Shanks vielleicht doch noch Hoffnung hatte, dass Roger auf Laugh-Tale etwas findet, womit er seine Krankheit heilen könnte. Denn so wie Shanks dort weint, sieht stark aus wie die Szene bei Rogers Hinrichtung. Auch damit könnte es in irgendeiner Form in Verbindung stehen, vielleicht hatte Roger dort ja schon angedeutet, dass er sich gefangen nehmen lassen möchte. Zu allem Überfluss erinnert diese Szene auch ein wenig an die Szene, wo Shanks seinen Arm verliert, als er Ruffy befreite und Ruffy in Shanks Armen lag und heulte. Rayleigh liest die Zeitung. Reichtum, Macht und Ruhm. Dies alles hat Gold Roger erreicht, der Piratenkönig. Roger regt sich zwar darüber auf, dass sie seinen wahren Namen nicht nennen, findet aber den Klang des Namens Piratenkönig recht schnieke. Rayleigh erwähnt dabei, dass die Weltregierung wohl nicht möchte, dass man weiß, dass er ein Die ist. Viele Piraten möchten sich natürlich nun Rogers Schätze unter den Nagel reißen. Ein kleiner Fakt am Rande, das riesige Ei ist immer noch unausgebrütet auf der Oro Jackson. Was zur Hölle hat es damit auf sich? Wir kriegen nun auch bestätigt, dass wohl die Weltregierung sich den Namen One Piece ausgedacht hat. Soll einfach einen Bezug darstellen, dass alle Schätze Rogers sich an einem Stück auf einer Insel befinden. Roger bedankt sich erst bei seiner Crew, um dann die Crew aufzulösen. Als kleine Randnotiz, dies alles passiert in der Dämmerung, dem sogenannten Dawn. Ein wirklich schönes Detail. Als nächstes geht es zur Fischmenscheninsel, wo die Seekönige darüber reden, dass in 10 Jahren ihr neuer Herrscher geboren wird und dass dieser Herrscher auf einen anderen Herrscher trifft und die Geschichte diesmal komplett anders ausgehen wird. Mit dem zweiten Herrscher wird hier wohl Ruffy gemeint sein, der wohl das Erbe von Joy Boy antreten soll. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, Otohime hatte früher mal gesagt, dass wohl irgendwann jemand kommt, der Shirahoshi zeigt, wie man ihre Kraft richtig nutzt. Wenn wir nun diese Prophezeiung von Otohime nehmen, die wohl auch die Seekönige kennen, und Tokis Prophezeiung auf Wano Kuni, ist wohl die ganze Story von One Piece schon irgendwo revealed. Möglicherweise ist in Laugh Tale oder beim Rio Poneglyph die komplette Prophezeiung niedergeschrieben. Somit bedeutet das Ganze, Roger weiß also, wie alles in Zukunft laufen wird. Und dies könnte auch der Grund sein, weshalb er gelacht hat, denn Roger weiß, es wird alles gut. Nur, dass eben nicht er der Heiland war. Zudem ist interessant, dass gesagt wird, wenn der Joy Boy auftaucht, müssen die Grenzen von Wano geöffnet werden. Das Ganze klingt relativ danach, dass Joy Boy nicht wirklich ein Name ist, sondern eher ein Titel. Und dann kommt etwas extrem Interessantes, denn die Seekönige sagen, dass wenn das Ganze passiert ist, die Wale sehr glücklich sein werden. Wir kennen ja bisher Laboom, der seinen Kopf immer wieder gegen den Rivers Mountain rammt. Bisher dachten wir immer, weil er selbst auf die Suche nach den Rumba-Piraten gehen möchte. Aber später in One Piece, am Anfang der neuen Welt, haben wir weitere Wale gesehen, welche ebenfalls Narben am Kopf hatten, als würden sie selbst wie Laboom immer wieder gegen eine Wand rammen. Möglicherweise möchten sie die Red Line zerstören. Es wird ja schon lange spekuliert, dass das One Piece im Grunde ist, dass die Red Line zerstört wird und so alle Meere eins werden. Dies führt dazu, dass es zum Beispiel den All Blue gibt. Sanjis Traum wäre erfüllt. Somit würde es sich auch erklären, wieso Mary Geoisee ein Schloss hat, welches sich Pangaea Schloss nennt. Möglicherweise gab es früher ein riesiges Meer, den All Blue, und ein riesiges Stück Land, das Land Pangaea. So wie in unserer Welt früher der Superkontinent Pangaea, denn in unserer echten Welt waren früher im Grunde alle Kontinente ein Superland, also die waren alle zusammen, sind dann aber später durch tektonische Erdbewegungen alle auseinandergedriftet und haben sich auf der Welt verteilt. Und so ganz könnte das Ganze auch in One Piece abgelaufen sein. Es gab ein Kontinent, ein Meer, aber irgendwie hat die Weltregierung dann ein bisschen und alles ist auseinandergezogen worden. Als nächstes bekommen wir ein Gespräch zwischen Rayleigh und Roger. Roger sagt dort wie in der Post-Credit-Scene von Stampede, dass sie zu früh waren. Und Rayleigh wundert sich, wer wohl das One Piece finden wird.
Roger sagt daraufhin seinen Sohn natürlich, aber Rayleigh merkt an, dass Roger ja noch gar keinen hätte. Doch Roger sagt, aber er könnte noch einen machen. Bunga bunga. Was ich hier interessant finde, ist die Tatsache, dass Roger hier explizit auf einen Sohn eingeht. Möglicherweise wird in der Prophezeiung der Days ausdrücklich von einem Mann gesprochen. Gut, sonst hätten wir natürlich auch Joy Girl und das wäre wohl etwas seltsam. Roger sagt, er möchte sich noch ein letztes Mal mit Whitebeard treffen. Dies ist vermutlich eine Referenz auf das Treffen zwischen Roger und Whitebeard in dem Wald voller Kirschblütenbäume, wo Roger alles über die Days erzählt hat. Roger fragt Odin, ob er Whitebeard darum bitten soll, Iso nach Wano zu schicken. Doch Odin sagt, Iso solle bei Whitebeard bleiben, denn dort fühlt er sich wohl. Roger sagt seine legendären letzten Worte zu Rayleigh. Diese hatte uns Rayleigh damals im Sabaody-Archipel mitgeteilt, und zwar, dass Roger niemals sterben würde. Damit will er wohl andeuten, dass sein Wille weitergetragen wird. Roger verabschiedet sich und seine Crew weint bitterlich. Interessant hierbei, wir sehen Skopikaban das allererste Mal ohne Brille. Die restliche Roger Crew ist nun nahe Wano. Odin erzählt, wie stark die Gezeiten dort sind und dass er Wanos Grenzen öffnen möchte, bevor Joyboy wiederkommt. Wano wurde wohl nur geschlossen, um das Poneglyph vor der Weltregierung zu schützen. Daraufhin verabschiedet er sich von der Crew. Odin sieht endlich wieder seine Familie. Doch hier konnten wir schon ahnen, dass irgendwas schief läuft, denn ihre Klamotten sehen alt und zerrissen aus. Nicht, was man erwarten würde bei der Familie eines Daimios. Auch einige der Retainer begrüßen Odin, wenn auch nicht gerade herzlich. Die Bewohner von Kuri sind aber erfreut, dass Odin wieder zurückgekehrt ist, was Odin sichtlich verwirrt. Er dachte, die Leute würden ihn hassen für seine Abwesenheit. Doch Toki hat alles geregelt, dass die Leute nicht schlecht über Odin denken. Neko Mamushi erzählt, dass Denjiro und Ashura Doji in ihre alten Leben zurückgekehrt sind. Ashura ist nun der Yakuza-Boss und Denjiro holt sich Geld, verleiht es, bezahlt Schulden und so weiter pipapo. Die Retainer bringen Odin auf den Stand der Dinge in Wano. Sie erzählen ihm von den Waffenfabriken und dass die Menschen dort hart arbeiten müssen. Dass Kaido in Wano eingefallen ist und dass Orochi der Shogun wurde. Das Komische an dieser ganzen Sache ist, die Roger-Piraten lösten sich vor 25 Jahren auf im Jahr 1504. Odin wurde vor 20 Jahren aber getötet. Was passiert nun? Wieso dauert es noch 5 Jahre, bis Odin stirbt? Wieso ändert sich auf Wano Kuni nichts, wenn Odin noch 5 Jahre da ist? Wird er für 5 Jahre gefangen genommen und gefoltert, möglicherweise um Kaido zu verraten, wie man Poneglyphe übersetzt? Die Retainer entschuldigen sich und Odin erfährt, dass ein Mann in einem der Fabriken hingerichtet wurde, die Retainer sauer wurden und Kaidos Bande angreifen wollten. Währenddessen schickte Orochi Kaidos Leute ins Schloss von Kuri, wo sie Toki, Momonosuke und Hiyori angriffen. Zum Glück konnten Inuarashi und Kawamatsu, welche als deren Beschützer zurückgeblieben sind, die Gegner überwältigen. Doch Hiyori bekam ein Pfeil ins Bein, als sie Momonosuke beschützte und hat nun eine riesige Narbe. Odin ist sichtlich angepisst und rennt zur Blumenhauptstadt, um Orochi einen Kopf kürzer zu machen. Er erledigt Orochis Wächter im Nu. Doch wie wir wissen, wird Orochi hier nicht sterben. Das war's mit Kapitel 968. Wie hat euch das Kapitel gefallen? Schreibt mir eure Meinung doch unten in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.